Serien erinnern mich an Hotels für den Sommerurlaub. Wenn man die Bilder im Internet ansieht, sieht eigentlich alles immer schön aus. Die Zimmer passen, das Meer ist türkis, der Strand ist golden und leer und das Essen im Restaurant sieht schon fast nach Sterneküche aus. Was auf solchen Bildern aber nicht zu sehen ist, ist die Baustelle neben dem Hotel. Oder der Plastikmüll am Strand. Oder der wahre Grund, warum das Meer so türkis ist. Und entweder man bricht den Urlaub dort sofort enttäuscht ab und wechselt Hotel, oder lässt es über sich ergehen in der Hoffnung, dass es doch noch besser wird. Und ist hinterher noch mehr enttäuscht, wenn man seine wertvolle Zeit verschwendet hat. Aber dann gibt es glücklicherweise auch Hotels, wo einfach alles passt. Alles sieht so aus wie auf den Fotos und ist noch besser und man weiß von Anfang an, dass man etwas Tolles gefunden hat und genießt jeden Augenblick davon. Und das bringt mich auch zu der Netflix-Produktion Arcane, einer Serienadaption des Videospiels League of Legends. Es ist ein Juwel an Serie und die Tatsache, dass Netflix neben so vielen Peinlichkeiten noch immer wieder höchste Kunst produziert, hebt die Firma dann trotzdem immer wieder klar und deutlich von bestimmten Konkurrenten ab. Arcane hat einen von Anfang an in seinem Bann und es ist nur schwer möglich, sich aus diesem zu lösen. Warum? Weil Arcane von wahren, talentierten Künstlern gemacht wurde, die wussten, was ihr Publikum will und vor allem wussten, was es heißt, eine erhabene Geschichte zu erzählen. Die Serie ist so viel mehr als ein Ego-Projekt irgendwelcher moderner Hollywood-Aktivisten, die sich nur gegenseitig auf die Schulter klopfen wollen und meinen, die Welt zu retten, wenn sie ihre Charakter- und seelenlosen Figuren lauter irgendwelchen sinnbefreiten, identitätspolitischen Müll rufen lassen, wie es heutzutage so oft der Fall ist. In diesem Video werden wir einen kurzen Überblick über das wahre Meisterwerk geben, das Arcane ist, und das Ganze nur mit so wenig Plot-Spoilern wie möglich, um euch das Serienerlebnis nicht zu nehmen. Denn das ist die Serie absolut. Ein wahres Erlebnis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Arcane spielt in dem Stadtstaat Piltover, der geteilt ist zwischen einer reichen, strahlenden Oberstadt und einer gossenähnlichen, verarmten Unterstadt. In dieser Unterstadt leben die Schwestern Vi und Powder mit ihrem vaterähnlichen Mentor Vender zusammen, nachdem die Schwestern ihre Eltern als kleine Kinder verloren hatten. Vi ist die ältere der Schwestern und das Leben in der Unterstadt hat sie sichtbar abgehärtet und zur Straßenkämpferin werden lassen. Powder als ihre kleine Schwester ist anfänglich ein Kind, verträumt und naiv, blickt auf ihre große Schwester auf und tut alles, um sich deren Respekt zu verdienen. Aber ausgerechnet diese verträumte, kindliche, schutzbedürftige Seite an dem Mädchen ist es schließlich, die so viele Probleme lostritt. In der Oberstadt folgt die Geschichte dem jungen Wissenschaftsgenie Chase, der eine neue Technologie entwickelt hat, durch die man die Magie in dieser Welt, genannt Arcane, kontrollieren kann. Mit Hilfe dieser Technologie soll man nicht nur Menschen heilen und ihnen besondere Kräfte geben, sondern auch mächtige Waffen herstellen können, die dazu verwendet werden können, Piltovers Position in der Welt zu sichern oder auch gegen die verbrecherische Unterwelt Krieg zu führen. Chase ist jung und sowohl seine Unerfahrenheit als auch sein stark ausgeprägter Moralkodex stellen ihn vor schwierige Herausforderungen. Besonders als er dann auch noch eine Führungsposition in der Regierung von Piltover bekommt. Zum großen Teil auch deshalb, weil der Big Boss der Unterstadt mit dem Namen Silco ein Elixier hergestellt hat, das dessen Untertanen übermenschliche Kräfte gibt, wodurch der Frieden der Oberstadt gefährdet wird. Im Laufe der Serie verbinden sich die Geschichten der Hauptfiguren auf faszinierende Art und Weise und die große Frage ist, ob sie es schaffen, den Frieden zwischen Ober- und Unterstadt aufrechtzuerhalten, ohne dabei einen großen Krieg zu riskieren, der hauptsächlich Zivilisten das Leben kosten würde. Die Story ist stark, packend, dicht geschrieben und geht krass unter die Haut und die Bilder der Serie sind einfach ein Fest fürs Auge. Meiner Meinung nach ähnlich toll anzusehen wie eine Studio Ghibli-Produktion. Die Figuren und Landschaften sind wunderschön und detailreich und wirken unfassbar echt und als Zuseher hat man kein einziges Mal das Gefühl, nicht Teil der Welt zu sein. Vom Drehbuch her sind die Figuren in Arcane hervorragend vielschichtig geschrieben. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Figuren sogar als Paradebeispiel für dreidimensionale Charaktere hergenommen werden können. Was die Serie so unglaublich differenziert und auch realitätsnah erscheinen lässt und die Figuren in Folge so tiefgründig, ist die Tatsache, dass es in Arcane das Schwarz-Weiß-Denken nicht gibt, das in unserer heutigen Gesellschaft so vorherrschend ist. Es gibt nicht die falsche oder die richtige Seite, es gibt unglaublich viele Graustufen dazwischen. Gute Figuren tun schlimme Dinge, verletzliche, hilflose Figuren werden zu grausamen Mördern. Böse Figuren sind nicht so böse, wie sie anfänglich scheinen, sondern tun, was sie tun, weil sie menschlich sind und weil sie die leichten Entscheidungen getroffen haben, um schneller an ihre Ziele zu kommen. Alle Charaktere sind so erfrischend aufrecht und ehrlich und komplex geschrieben, wie es heutzutage in großen Produktionen eher selten geworden ist. Vi ist eine abgehärtete Straßenkämpferin, weil das Leben sie so gemacht hat, aber ihr wird bei Gott nicht alles auf dem Silbertablett serviert, wie bestimmten anderen Figuren, sondern sie muss sich alles hart erarbeiten und harte Rückschläge einstecken, was sie als Figur erst so richtig faszinierend und stark macht. Das Trauma, das Powder bzw. später Jinx erfährt, lässt sie zu einer Art weiblicher Darth Vader Figur werden und trotzdem scheint immer wieder das verunsicherte Kind in ihr durch, das im Grunde nur geliebt werden möchte. Silco ist ein Bösewicht, wie man ihn sich nur wünschen kann. Bedrohlich, respektiert, gerissen, vorausblickend, skrupellos. Aber einige seiner Entscheidungen, die er im Laufe der Serie trifft, zeigen, dass auch er mehr Herz hat, als man annimmt. Man kann seine Motivationen gut nachvollziehen, ohne aber, dass die Serie einen Versuch unternimmt, sein Vorgehen in irgendeiner Art und Weise zu entschuldigen oder ihn als Person als missverstanden darzustellen. Chase hat eine Machtposition im Piltover inne, aber er ist jung und unerfahren und dankbar für die Hilfe von Mel Medara, die ihn im Hintergrund berät, die ihn zwar selbst immer wieder zu manipulieren versucht,
Aber Chase ist eben kein Dummy, der alles mit sich machen lässt und so wird das Ganze eher zu einer Partnerschaft. Der Fokus von Arcane liegt auf einer korrekten Ausführung des Geschichtenerzählens, nicht auf der seltsamen, modernen, hollywoodschen Definition von politischer Korrektheit. Und trotzdem ist Arcane all das, was das politisierte Hollywood heutzutage vorgibt zu sein. Die Welt von Arcane ist inklusiv, divers, multikulturell. Menschen und Wesen verschiedenster Herkunft leben miteinander. Aber nicht ihr Aussehen entscheidet darüber, wie sie behandelt werden, sondern ihr Charakter und die Entscheidungen, die sie treffen. Keine Bevölkerungsgruppe in Arcane wird pauschal in eine Opferrolle gesteckt und keine Bevölkerungsgruppe pauschal als Unterdrücker angesehen. Arcane spaltet nicht mit irgendwelchen abgehobenen, pauschalisierenden, simplifizierenden politischen Botschaften wie die meisten Disney-Produktionen. This magic belongs to no boy. Und viele anderen Produktionen aus vielen anderen Studios in der letzten Zeit, sondern die Individualität eines jeden Menschen wird betont. Was in meinen Augen weit weniger rassistisch und diskriminierend ist, als alles daran zu setzen, den Unterschied einzelner Gruppen aufgrund irgendwelcher oberflächlichen Aussehensmerkmale zu betonen, aber was soll's. Und noch eine kurze Nebenbemerkung am Rande, Arcane ist doch eine der wenigen Produktionen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, in der es Frauenfiguren auch erlaubt ist, mehr ihre femininen Seiten zu zeigen. In ihren Interaktionen, aber auch zum Beispiel in der Wahl ihrer Outfits. Man hat zum Beispiel nicht alle Figuren bis oben hin eingepackt, um auch ja nichts zu zeigen, um Frauen um Gottes Willen nicht verführerisch oder sexy wirken zu lassen, weil frauenverachtend und so. Klar findet es natürlich jeder besser, im Zeichen des Fortschritts Frauenfiguren immer irgendwelche Säcke tragen zu lassen oder wenigstens möglichst maskuline Kleidung, um ja so wenig Körperform zu erkennen wie möglich, und ich bin deshalb ganz schockiert, dass es in Arcane nicht ausschließlich so war. Aber wie gesagt, das nur am Rande. Die Geschichte von Arcane generell ist so facettenreich, differenziert, unvorhergesehen und überraschend, was sie ohne Frage von vielen anderen Produktionen abhebt und sie zu etwas sehr Besonderem macht. Es ist eine Geschichte, die von Menschen mit Lebenserfahrung erzählt wurde und das merkt man einfach in jeder einzelnen Szene. Arcane ist ein tolles Serienerlebnis und jede einzelne Episode macht Spaß, gibt Gänsehaut, regt einen zum Nachdenken an oder alles gleichzeitig. Ich hoffe sehr, dass Staffel 2, die 2024 rauskommen soll, ähnlich komplex und packend wird und dass Netflix nicht auf irgendwelche dummen Gedanken gekommen ist. Danke fürs Reinschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Außerdem könnt ihr auch dieses Video interessieren, in dem wir über das Desaster der dritten Staffel von Witcher sprechen. Bis zum nächsten Mal.